Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe in der vergangenen Woche die Konfirmanden etwas gefragt. Vielmehr habe ich ihnen einen Zettel hingelegt, auf dem stand für jeden: Gott ist für mich wie ... So ähnlich wie wir ja gerade auch in dem Lied verschiedene Bezeichnungen für Gott gesungen haben, wollte ich mal hören, was in den Köpfen der Konfirmanden so mit Gott verbunden ist. Zunächst alleine, dann in kleinen Gruppen, haben wir es anschließend zusammengetragen und ich empfand es als vorsichtig unkonkret. Klug, groß, stark, lieb, das waren so die Essentials, auf die sie sich irgendwie einigen konnten. Vielleicht ist das mit den Metaphern in dem Alter auch noch schwierig, ich weiß es nicht. Vielleicht aber ist es auch diese alte Vorstellung vom Bilderverbot, die da noch rumgeistert. Man darf sich von Gott kein Bild machen. So steht es doch in den 10 Geboten, oder? Wir haben es dann auch nachgelesen und tatsächlich, da steht irgendwie sowas, um dann aber festzustellen, aber bei Luther steht es nicht. Also zumindest in der 10er-Zählung von Luther hat dieser einfach diesen Teil der 10 Gebote herausgenommen. Vermutlich, weil Luther der Meinung war, es geht gar nicht um das Bild, sondern um den Zusammenhang, in dem das dort steht, nämlich du sollst nichts anbeten, von dem du dir ein Bild gemacht hast. Denn Luther war sich durchaus bewusst, dass wir Menschen nicht anders können, als uns Dinge immer wieder vorzustellen. Und er hat sich auch vehement zum Beispiel dagegen gewehrt, als in Wittenberg die Bilderstürmer die ganzen Kunstwerke und Skulpturen aus den Kirchen rissen und zu verbrennen begannen. Nein, wir dürfen uns durchaus bildlich etwas vorstellen, aber wir sollen das, was wir uns vorstellen, nicht für absolut halten und anbeten. Die Beschreibungen in unseren Köpfen sind dabei mit Sicherheit ganz vielfältig, geprägt durch eigene Erfahrungen, geprägt durch Geschichten, die man uns erzählt hat, durch die Geschichten, die wir in der Bibel finden. Gerade gehört im Evangelium die Geschichte von der Taufe Jesu. Auch dort offenbart sich Gott auf ganz bestimmte Art und Weise. Ja, aber daneben gibt es in der Bibel eben auch schwierige Gottesbilder. Und die neue Predigtreihe, die neue Perikopenordnung, die ab diesem Kirchenjahr gilt, hat uns einen dieser schwierigen Texte für heute mit auf den Weg gegeben. Im Buch Josua, das gleich nach den 5 Büchern Mose kommt, steht dieser Predigttext im 3. Kapitel. Und Josua sprach zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Gigashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Und wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester und die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Zeit von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch,
bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Diese Geschichte mag an den Auszug aus Ägypten erinnern. Ganz bewusst ist sie auch so konstruiert. Aber es gibt einen großen Unterschied, den finde ich, diese Geschichte ganz schwierig macht. Der Auszug aus Ägypten ist ein Auszug aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Was hier beginnt, ist der Einzug, ist die Eroberung eines Landes, in dem aber noch andere wohnen. Nicht ohne Grund ist dieser Text, ist das ganze Josua-Buch bis heute politisch sehr brisant. Benjamin Netanyahu, ich denke, den kennt hier jeder, hat empfohlen, dieses Buch verstärkt in den Schulen in Israel zu unterrichten. Denn in diesem Buch steht die Rechtfertigung dafür, dass das Volk, das jüdische Volk, dieses Land in Besitz zu nehmen hat. Der Fortgang in diesem Josua-Buch ist ziemlich kriegerisch. Gott führt sein Volk, so beschreibt es das Buch, von einem Sieg zum nächsten. Eine Stadt nach der anderen wird erobert, viele Menschen sterben und am Ende wird das Land aufgeteilt unter den Stämmen. Historisch ist dieses Buch ziemlich fragwürdig. Viele Geschichtswissenschaftler, auch israelische, sagen, da ist eine Beschreibung, die mit der Realität damals nicht viel zu tun hat. Vermutlich ist das israelische Volk eher eine Mischung gewesen aus den Menschen, die schon dort lebten und den Menschen, die einwanderten. Alles war viel friedlicher, viel mehr, wir würden sagen, Inkulturation oder ja, Vermischung. Aber es gibt eben da einerseits diese geschichtliche Wahrheit und auf der anderen Seite diese gefühlte und geschriebene Geschichte. Und so wird so ein Text zu einer Herausforderung für den Frieden. Herausfordernd für die Vorstellung von einem Gott des Friedens. Wo steht denn Gott bei Kriegen und bei der Frage von Krieg und Frieden? Das ist tatsächlich biblisch nicht so einfach zu beantworten. Und genau deswegen sind so manche Geschichten, sind so manche Bilder Gottes in der Bibel nutzbar zur Begründung von Gewalt, zur Begründung von Krieg. Und das passierte und passiert immer wieder. Wir schauen beim Thema Krieg und Religion immer gerne sofort auf den Islam, aber schon im Christentum, schon in unserer christlichen Geschichte, war es im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin so, dass der sich nur dadurch hat vom christlichen Glauben überzeugen lassen, weil er auf die Kriegsstandarten, mit denen er vorangezogen ist, das christliche Symbol hat aufbringen lassen und dann erfolgreich war. Und das war für Konstantin der Beweis, okay, der Gott ist, der taugt was, den nehme ich. Ein Gott, der sich offenbart in erfolgreichem Krieg. Gott als ein Gott des Krieges. Das findet sich tatsächlich in fast jeder Religion oder fast jeder religiösen Tradition. Und irgendwie ist ja so ein machtvoller Gott auch reizvoll. Denn der hat messbaren Erfolg. Der ist siegreich, der ist kraftvoll, der ist mächtig. Das ist besonders reizvoll, wenn ich selber ohnmächtig bin. Wenn ich mich machtlos fühle, frustriert. Wenn ich mich sehne nach Ausgleich, nach Rache, Ausgleichen der Gerechtigkeit. Wer kennt diesen Begriff nicht? Wenn ich etwas brauche, um Widerstand zu rechtfertigen, der gegebenenfalls auch gewaltsam wird. Nicht nur so einen mitleidenden Gott, nicht nur einen, der in der Schwachheit mächtig ist, nicht nur beobachten, sondern einer, der eingreift, der mich siegen lässt. Wie der große Bruder oder die große Schwester, die ich hole, wenn ich verkloppt wurde auf dem Schulhof und die dafür gesorgt hat, dass sich das mal wieder ausgleicht mit dem Risiko, dass der andere dafür eine Beule hatte. Aber es ist ein gefährlicher Weg. Es ist deshalb vor allem ein gefährlicher Weg, weil sich dann sofort die Frage auftut, wer ist denn im Auftrag Gottes unterwegs? Und wer eigentlich nicht? Da haben wir hier in Europa so manche geschichtliche Erfahrung hinter uns. Im Ersten Weltkrieg wurden Waffen und Soldaten auf beiden Seiten gesegnet von Pfarrern und Priestern und in den Krieg geschickt. Und jeder wurde mit dem Gefühl in diesen Krieg geschickt, auf der richtigen Seite, auf Gottes Seite zu kämpfen. Und das zieht sich bis heute. Wie viele Konflikte mit religiöser Begründung gibt es jetzt gerade schon? Und wer weiß, ob es eher mehr oder weniger werden. Da kämpfen Christen gegen Muslime, da jagen Hindus Christen und Muslime, da kämpfen Buddhisten gegen Muslime und auch innerhalb von Religionen, zwischen Konfessionen finden wir immer wieder religiös begründete Konflikte.
Kriege und Konflikte. Und viele sind ja wirklich in der festen Überzeugung, Gottes Willen zu tun in dem, was sie dort machen. Auch wenn natürlich immer andere Interessen mit hineinspielen. Aber wer definiert eigentlich Gottes Willen? Welches Gottesbild ist denn da richtig? Es ist ja nicht so, als würde da Gott gegen sich selbst kämpfen oder als würde unterschiedliche Götter gegeneinander kämpfen, denn das da gegeneinander kämpft, sind unsere Bilder von Gott. Wären wir also vielleicht besser dran ganz ohne ihn? Ohne Vorstellungen von Gott? Man kann das immer wieder lesen in diversen Foren von, sag ich mal, sehr populistisch-atheistischen Seiten. Es würde viel einfacher werden, wenn es diesen ganzen Glauben nicht gäbe, dann würden die Menschen viel friedlicher miteinander umgehen. Nur muss man da fairerweise sagen, das hat sich weder in der Geschichte noch in der Gegenwart irgendwie so gezeigt. Ich denke, wir kennen Zeiten und Gesellschaften, die versucht haben, ganz weit weg von jeglicher Form des Glaubens zu existieren und von denen man nun nicht behaupten kann, dass sie so viel friedlicher, so viel menschlicher gewesen wären. Natürlich hat es den Vorteil, wenn man Gott einfach rausnimmt aus der Gleichung, kann man Gott auch nicht in Anspruch nehmen. Aber wir sollten auch nicht vergessen, es hat auf der anderen Seite den Nachteil, dass ich niemandem mehr verpflichtet bin, verantwortlich bin, der über mir ist. In all diesen religiösen Konflikten zur Zeit sind wir hier in Westeuropa ja ganz gerne auch mit dabei und sagen, ja, also wir haben ja inzwischen schon die Zeit der Aufklärung durchlebt. Wir sind da schon weiter. Die sind halt alle noch nicht so weit. Die brauchen noch die Aufklärung. Wer so etwas behauptet, muss tatsächlich mal in die Geschichte Europas nach der Aufklärung gucken und sich fragen, hat die Aufklärung wirklich dieses kriegerische Gottesbild hinweggefegt? Wohl eher nicht. Was also machen wir mit diesem Bild? Gott, der mächtig ist, Jesus als König, ist ja ein ganz beliebtes Bild. Wer zum Beispiel im Berliner Dom kommt, wird sofort von einem königlichen Jesus als großes Mosaik begrüßt. Jesus als Weltenherrscher, auch das finden wir. Einer, der zu Mitteln der Gewalt greift, um seine Interessen durchzusetzen und damit auch uns diese Mittel gibt. Darin steckt ja irgendwie so eine Sehnsucht nach einem Ausweg, der von Stärke geprägt ist, der sich nicht alles gefallen lässt. Als Christen sind wir nun aufgefordert, auf Jesus zu schauen. Denn auch in Jesus fokussiert sich genau diese Erwartung. Vielleicht ist es gar nicht so ein Zufall, dass Jesus und Josua, von dem wir gerade gelesen haben, ja namentlich das Gleiche bedeuten. Also Jesus ist ja quasi nur die griechische Form von Josua. Auch in Jesus, in der Vorstellung von Jesus als Messias, begegnen wir ähnlichen Erwartungen, die durchaus nicht nur von friedlichen Vorstellungen geprägt sind. Ein Messias für das gelobte Land, der all die hinaustreibt, die da nichts zu suchen haben. Der gegebenenfalls mit kriegerischer Gewalt Gottes Reich aufrichtet. Und dann kommt es zu einer ganz entscheidenden Phase, zu einem ganz entscheidenden Moment mit Jesus. Im Garten Gethsemane. Dort ist er mit seinen Jüngern und die sind scheinbar in einer ähnlichen Erwartung, jedenfalls sind sie bewaffnet. Wir hören, wie Petrus, als Jesus verhaftet werden soll, zum Schwert greift, dieses ziehen will. In der einen Variante hackt er ja sogar noch ein Ohr ab. Und Jesus eingreift und sagt, steck dein Schwert weg. Ich verzichte an dieser Stelle auf die Ausübung meiner Macht. Das ist, finde ich, ein enorm kraftvolles Bild. Trotz dieser scheinbaren Niederlage. In Jesus, so wird in dem Moment klar, offenbart sich Gott, für den der Verzicht auf Gewalt nicht Schwäche ist. Und für den der Verzicht auf Gewalt, auf Macht nicht bedeutet, von Gott verlassen zu sein. Die Antwort von Jesus auf Gewalt ist, dass ich Gottes Macht in mir nicht nutze, um Gewalt auszuüben, sondern ihr zu widerstehen. Eher aus ihr schöpfe, aus dieser Kraft Gottes, um einen anderen Weg zu gehen, auch wenn dieser Weg mich leiden lässt, ja, bei Jesus sogar bis zum Tode führt. Das ist schon ziemlich heftig.
Und auf der anderen Seite kann so eine Kraft eigentlich nur aus einem mächtigen Gott kommen, nicht aus einem ohnmächtigen. Wirkliche Stärke, so zeigt uns dieses Bild, zeigt sich im Gewaltverzicht gegenüber dem anderen, gegenüber einer schnellen Lösung, in der Fähigkeit, mich selbst aufzuhalten, andere Wege zu gehen. Jeder weiß, wie viel Kraft das kosten kann. Gerade in Momenten der Stärke, meine Macht zurückzunehmen oder in Momenten der Verzweiflung, nicht zur Aggressivität zu greifen. Das Bild Gottes, das Jesus jedenfalls für uns zeichnet, ist durchaus ein starker Gott. Aber dessen Stärke eben nicht in der Macht über andere sichtbar wird, sondern man könnte sagen, umgeleitet wird bei Jesus in den Dienst am Nächsten. In positiver Kraft der Nächstenliebe. In aktivem, aufbauenden Einsatz statt Zerstörung und Machtausübung. In den ersten christlichen Gemeinden, in den ersten 3 Jahrhunderten, bevor Kirche und Macht miteinander in eine unheilvolle Allianz ging, waren die christlichen Gemeinden dafür bekannt, dass sie sich für die Schwachen, für die Ausgegrenzten, für die Machtlosen eingesetzt haben. Und sie sind gewachsen, obwohl sie verfolgt, bedroht, ermordet wurden. In ihnen konnte man Gott anders begegnen, lebensbejahender. Und bis heute, wenn wir ehrlich sind, wächst christlicher Glaube vor allem dort, wo Menschen dies immer noch aktiv betreiben. Da, wo christlicher Glaube bedeutet, sich denen zuzuwenden, denen es nicht so gut geht. Da wachsen Gemeinden und nicht da, wo Krieg und Eroberung herrschen. Gott ist in Christus nicht ohnmächtig, aber er ist auch nicht erobernd kriegerisch. Er ist nicht siegreich auf den ersten Blick, aber doch unbegreiflich kraftvoll bis heute. Bleiben wir also kritisch gegenüber der Inanspruchnahme Gottes für die Begründung von weltlicher Macht, von Krieg und Eroberung, von Ansprüchen auf Land oder das Festlegen von Regeln. Machen wir ihn aber auch nicht ohnmächtig, indem wir glauben, mit ihm nichts ändern zu können. Indem wir Gottes Kraft klein machen in dieser Welt, hilflos gegen Gewalt und Unterdrückung. Ich denke, 2 Bilder vielleicht zum Ende, die ich da mitnehmen möchte. Das eine ist der Taufspruch von Julius. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Eine Herausforderung, die jeden von uns immer wieder trifft, zu überlegen, wie kann ich anders handeln, wenn mir einer Böses will, wenn mir einer Gewalt antut, als mit gleichen Mitteln zu antworten. Und das zweite Bild, was mich sehr geprägt hat, auch wenn es jetzt schon 30 Jahre her ist, das ist 1989, wie viele Menschen auf ganz andere Weise, als es üblich war, ihren Widerstand ausgedrückt haben. Mit Kerzen, mit Gebet, mit Gesang, mit Zusammenstehen, an den Händen halten. Und auch damit ganz viel verändert und bewegt haben. Zu schnell haben wir, glaube ich, vergessen, wie viel Kraft darin gesteckt hat, wie schnell sind wir wieder in einer Zeit, die die schnellen und einfachen Antworten sucht. Denn der Friede Gottes, der durch uns wirkt und wirken möchte, ist viel höher als alles, was wir je begreifen können. Amen.